meine Damen und Herren, willkommen wir hier zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019 hier auf meinem Kanal. Wir haben jetzt 14.600 Liter, haben wir jetzt hier in unserem wunderschönen Tank und wir kaufen uns jetzt zum ersten Mal ein fahrbares Silo. Ich glaube, das finden wir ja hier drunter. Da haben wir ja die Fahrsilos. Und da würde ich das mittlere würde ich mir vielleicht holen und oder doppeltes 50.000? Das ist mir zu groß. Kollidiert mit anderen. Wegen dem Ding oder was? Also das Doppelte ist mir zu groß. Was ist mit dem doppelten Klein? Fast hin, da müssen wir hier noch das Gras wegnehmen. Da können wir das hier hin machen. Nehmen wir noch die drei Grasdinger weg und dann müsste es rein theoretisch irgendwie sogar passen. Dann haben wir unser kleines doppeltes Fahrsilo. Da können wir nämlich ab und zu immer mal auf neu machen. Also ihr wisst schon, wie ich das glaube ich tun möchte. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so, wie ich das denke. Das lag wirklich nur im Gras. Oh ne, das wollten wir nicht. Ein Heulager wollten wir auch nicht, noch nicht. Ja, es lag wirklich nur im Gras. Ja. Ich kann mich damit anfreunden. Richtig klein. Also richtig schön groß. Wie lang wir aus? Hallo? Aus Gras konnte ich doch Silage machen. Ach, sag bitte nicht, das geht jetzt nicht. Gras und Heu. Gras sammeln, Stroh, Häcksler, gut, Silage. Häcksler, gut oder Gras. Ich kann es aber nicht abplanen. So ja. Wie habe ich denn die Hub ausgemacht? Oh, wie geht Hilfe? Hier, hilf uns an. Ah, jetzt. Ah, okay. Also es wird langsam, würde ich sagen. Wie gesagt, auch wenn es nicht das Schönste ist. Wie viel Prozent ist es jetzt? 14 sind... Genau. Steht nicht da. Also, steht auch so nicht da, wie viel so ein Fahrsilo hält. Steht bloß da, wie teuer es ist. Am Tage. Also muss ich dann irgendwann mal bald rentieren? Oh. Helfer. Achso, wegen Steinchen. Dann werden wir uns jetzt mal persönlich kurz darum kümmern. Perspektive. Oh.
Muss ich nochmal drüber? Das werden wir hier mal schnell, wie gesagt, selber machen. Können wir eigentlich gleich nochmal ausladen, wenn wir hier sind, dann können wir nämlich den Rest dann nochmal durchfahren. Und dann werden wir uns mal überlegen müssen, wir haben 123.000, wir brauchen jetzt unbedingt mal ein Feld, wo wir Gras ansehen können, dass wir so schnell wie möglich diese Lage fertig kriegen. Felder sind immer relativ teuer. Das können wir jetzt hier schon gucken. Ich wollte nicht am Hangitor essen, dass das Ding ist 180. Ja. Scheiße ist. Da ist der Traum aus vom neuen Kauf von Felderchen. Wenn wir hier nochmal zurückfahren. Und wenn dann hinten beim M1 nochmal leer fahren. Gut, ich hoffe, dass er klarkommt, wenn ich hier so schief fahre. Ich will natürlich jetzt noch einiges mitnehmen. Gucken, ob er klarkommt. Wenn nicht, dann müssen wir uns nochmal am Ende hinwerfen. Und dann noch mal was machen, aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Also der nimmt schon ganz schön, wenn ihr guckt, wie die Zahl dort oben hoch schlägt, das ist ja, wir werden uns dann später auch mehr aus Ernten noch nebenbei konzentrieren, dass wir da noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Im Moment warten wir ja bloß, bis alles gewachsen ist. Nichts anderes und nichts mehr. Und das ist das Problem. Wenn wir noch das kleine Viertel mitnehmen, dann werden wir mal zum Vergleich nehmen. Guckt mal, was das für ein kleines Viertel ist. 99 haben wir 299. 3,3. Wow. 3,4. Okay. Hier inzwischen ist anscheinend immer noch was gewesen. Aber ist er da vorne das alles mitgenommen hat, obwohl da trotzdem der Berg ist. So, Außenperspektive. Also eigentlich müsste er jetzt hier, das kriegt er mit eben Schwung dann hin. Das ist kein Problem. Und ihr seht es ja, also der Anhänger, der ist... What? Der ist noch nicht mal zur Hälfte voll. Das ist schon not so bad. So, ich glaube, der Park ist auch schon langsam wieder vorbei. Ich natürlich auch schon wieder sagen, wenn euch der ganze Pod gefallen hat, gibt noch wenn ich einen Daumen nach unten. Ich werde jetzt hier wieder vorspulen, werde hier nebenbei jetzt wieder was machen, für mich persönlich zu Hause. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis irgendein Feld von uns gewachsen ist, dass wir da mal was kaufen können. Oder eben Gras anpflanzen können. So, da hab ich's. Ciao, ciao.